Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Black Mesa. Ich finde die Synchronsprecher von den Soldaten irgendwie auf und zu genial. So, von wo haben die anderen geschossen? So, so. Taking cover, Bros. Zu dir. Problem ist, ich hab nicht alles im Hinterkopf. Top Secret. Ja. Oh. Bitte sehr. Sprengfass für alle. Alles, was ich brauche, ist Munition. Der Rest juckt mich weniger. Schnauze! Dude! Ich hab noch keine Shotgun. Ich will meine Shotgun. Kein Shooter ist vollständig ohne Shotgun. Magnum beseitigt mich jetzt ein bisschen schneller und da ich ja eh nicht viel Munition auf dem Bar halten kann. Plus, die MP5 ist jetzt nicht das, was ich unbedingt die präziseste Waffe auf der Welt nennen würde. So. Check. Ist der? Ne, das ist natürlich. Ich wollte gerade sagen, ist das da oben einer? Der hätte den so von Kopf schon gekriegt. Nein, du gehst down. Ich bin Freeman. Ich hab ein Secret, du nicht. Ich hab ne Magnum! Hoppala! Ich switch jetzt mal ein bisschen wieder auf MP5. Hopp! So. Tote Forscher, tote Forscher. Warte mal hier hin. Das ist widerlich. Control. Oh! Deine Todespose ist einfach nur glorreich. So. Schlaf. Ja? Excuse me? Ach so nennt man das also. So ein verdammter Monsterwurm beißt mir den halben Arm ab. Ja, kleinere Verletzung. Alles klar, weiß ich ja, wie der Hase läuft. Okay. Also hier ist jetzt nichts wirklich Relevanz. Ich dachte jetzt eigentlich, da wäre vielleicht eine Shot, aber... Nicht für Little Freeman. Heute nicht. So. Ich weiß zwar nicht genau, wie du da jetzt so riechst, aber okay. Das ist der spaßige Teil. Ich bin voll mit Alienschleim und Menschenblut. Das ist echt... Ah. Okay, ihr fangt an. Hey. An Tagen wie diesen hätte ich gerne Schild. So. Ihr kleinen frechen. Ihr frechen Lümmel, ihr. Ich hatte nicht meine Maske auf. Du warst nicht mal cool genug für eine Gasmaske. Was kotzt der hier so rum? Das ist ein Security. Der Typ sieht doch voll aus wie ein Anführer. Rex Power Force oder so. Ich weiß nicht, also würde ich ein Jobangebot kriegen,
würde ich mir kein Jobangebot in einer Arbeitsstelle nehmen, wo die mir sagen, oh ja, ist top secret. Wenn irgendwas in die Hose geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu 90%, dass ihr abgeknallt werdet vom Militär, die alles vertuschen, was wir hier machen. Weil das, was wir hier machen, ist top secret. Dass das existiert. Ich meine, warum knallen die beispielsweise die Leute ab, die ja auch überhaupt nichts wissen? Wenn die jetzt einfach sagen, ja gut, da ist halt, weiß ich nicht, Handwerker Dave. Handwerker Dave weiß keinen Scheiß, was hier abgeht. Der arbeitet, weiß ich nicht, in der oberen Ebene an Technik für eine Pflanze. Dafür kann er sich dann eine Kugel einfangen. Weiß ich nicht. Ich kann mir schwer vorstellen, dass es ein Gehalt gibt, was es rechtfertigt, dass man, sag ich mal, ja, sich abknallen lassen will. Vielleicht sehe auch nur ich das nur so. Ha. Facto de facto. Das ist nicht gut, was hier abgeht. Keine Shotgun. Aber 3 Milliarden Militärsachen. Warum beschießen die ihr eigenes Lager aus? Sniper-Rifle nicht schlecht. Aber gut, ich bin ein Forscher. Ich habe eine Maschinenpistole, Happenpistole, Großkaliberpistole. Mehr kann man als Forscher eigentlich nicht erraten. Ist eigentlich ein Wunder, dass ich nicht so geendet bin.
Das konnte ich nicht mal in diesem Lied. Vor lauter, ein Lied ist zu weit. In dem Fall? Nein, danke. I got better. Mit 10 HP, die Zukunft ist rosig für mich. Tod und Leid. Gordon Freeman hat's echt nicht leicht. Ich weiß, wenn ich darüber nachdenke, gar nicht genau, wie lange das überhaupt ist. Also wie lange Black Mesa an sich geht. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, ab wann, sag ich mal, hauptsächlich Xen-Level übernehmen. So. Okay, okay. So viel zu der... Wir sollten an die Oberfläche gehen, These. Ich werde nicht durch eine Headcrab draufgehen. Nope, not yet. Jedes Mal, wenn ich so einen sehe, denke ich, daran kann ich drehen. Komm, ich habe 7 HP. Jetzt kommt doch irgendeine Bullshit-Methode, wie ich draufgehe. Gesundheit. Der Typ wollte uns verraten. Lernen wir daraus. Never trust the military. Twelve of these dumbass scientists. Not one of them fought back. This sucks. Come on. Einer hat sich gewehrt. Pass mal auf, bis du mich triffst, Junge. Dann treffe ich dich zwischen die Augen. Security. Muss mal gerade ein bisschen sneaky sein. Tür wieder auf, Tür wieder auf. Well, so much for the government. Their idea of containment is to kill everyone associated with the project. Judging by your hazard suit, I'd say you were part of what went wrong. Isn't that right? Now look, if anyone can end this catastrophe, it's the science team in the Lambda complex at the opposite end of the base. With the transit system out, I couldn't tell you how to get there. But there's an old decommissioned rail system somewhere through here beyond the silo complex. If you can make it through the rocket test labs, you might be able to worm your way through the old tunnels to track down whatever is left of the Lambda team. You can trust them. You can trust all of us. Ach ja, der Typ wollte mich gerade verraten. Awesome, endlich Shotgun. Alles schnell chargen, einfach aufladen. Wow, ernsthaft? Wie viele Leute mit einem HIV-Anzug in einem Heft-Suit, dass die das alles mir wegnehmen? Okay. Surveillance Cameras may be operating. Okay, die funktionieren vielleicht. Außerdem würde ich die Tür hinter dir abschließen. Die sind sehr trigger-happy.
wir wissen alle, dass wir Triggerheads Soldiers nicht mögen. So wie es aussieht, bist du Teil von dem, was schiefgegangen ist.